Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge im Siegraf mit dem Adcrafter 27. Und damit geht's weiter. Ja, nachdem ich Ed in der letzten Folge umgebracht hat am Ende, was ihr nicht mehr gesehen habt, ich hatte quasi ganz schön meine Items in die Kiste getan und ohne groß irgendwas zu machen. Und was passiert dann? Er nimmt sein Schwert und bringt mich kaltblütig um. Ja, man muss ja mal die Chance nutzen, ne? Chance nutzen. Ich sehe auf jeden Fall, dass wir irgendwie ein hauptsächliches Problem mit Logistikpipe haben. Das liegt nicht nur am anderen Server, sondern hier haben wir es auch. Wenn du vorne bei Was? Hä? unserer Wechselmaschine einfach kurz rausgehst, wirst du es sehen. Bei der Wechselmaschine, was redest Ja, komm mal. Erstmal Rüstung anziehen, sonst bringt er mich wieder um. Hier. Ja, ist gleiche ja nicht. Problematik. Achso, ja, Braucht halt. ihr ein Block-Update? Bin Ja, mal ist gucken, halt ob Logistik-Pipe. Problematik. Nur Ja, es gibt mein. sowieso eine neue Logistik-Pipe-Version. Vielleicht wird dadurch der Fehler behoben. Genau. Genau. Und letzte Folge haben wir den Map zum Download gestellt. Hier, die bekommt einfach das Modpack runterladen. Dort ist die Map schon automatisch drin, da braucht ihr nichts runter. Braucht ihr nicht drin tun, geht ihr einfach ganz mal in eure Singleplayer-Welten und da findet ihr eine Welt namens World. Genau. Ed hat sie ja Da ist leider nicht alles drin. umgenannt. Ja, mein. Kommt schon noch Obwohl die mal. Welt heißt ja immer noch World, nur der Ordner würde dann anders heißen. Ja, ist egal, einfach starten. Dort findet ihr unsere was Safe Games, dann die Welt hier. Findet ihr dann die Welt? Ihr habt dann trotzdem irgendwie eine Rüstung an, was kein Mensch versteht, und ihr habt einen vollen MC-Tisch. Gut, besser, besser. Oder vielleicht doch von mir, ich weiß selber nicht mehr. Ich auch Obwohl, nicht. ich habe meine Rüstung ja auch ausgezogen, die landen nämlich in der Kiste drin, es hat nämlich alles keinen Sinn gemacht. Ich weiß ja nicht. Ich werde auf jeden Fall damit zurechtkommen müssen, Leute, und ja. Wir nehmen jetzt Ja, quasi mal. ganz normal hier unsere Kisten wieder und dann können wir ganz normal weiterspielen, als wäre nichts passiert. Wir haben wieder tausende Müll im Inventar. Genau, so wie es gehört. So wie es jetzt gehört. Ich wollte eigentlich aussortieren. So, was machen wir in dieser Folge? Wir waren letztens noch dran, da hier umzubauen auf Ender-Konduit, weil alles so langsam ging. Ja, ich bin so Depp, habe ich das schon mal gesagt. Ich gehe zu Energy, obwohl ich eigentlich, ja. Weg. Ja, auf jeden Fall, Wir wir wollten haben das. jetzt auch endlich im Ender.io mal gearbeitet. Jetzt auf den Pfeil klickt, kriegt man nämlich wissenswerte Informationen. Ja. Jetzt Und zum ja, Leute, Beispiel. ich habe mich ja damals gehört, dass sein Server auch abkacken wird und ja, er ist abgekackt. In Livestream. Nein, in Livestream, ich glaube danach. Oder? Ja, danach. Er ist abgekackt, aus welchem Grund ist er eigentlich abgekackt? Weiß nicht mehr, aber ist Ja, abgekackt auf alle nee, Fälle. stimmt. Ich habe dich mit einem Relocator im Translocator-Modus in den Nether Genau. geholt. Und da Und ist der der ist Server abgekackt. gecrashed. Also, doch abgekackt. Ha, kommt Ja. davon. Kommt davon. Probleme ich, also er war dann ganz normal beim nächsten Server in der Stadt, war er wieder im Nether. Und quasi, ich konnte ganz normal im Personalmodus mich dorthin bewegen. Ja, Relocator müssen wir hier auch noch bauen oder müssen wir erstmal Ridium finden? Also, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Grabt die Welt um. Sagt uns, wo wir Wo ist Iridium finden. ihr Dorf? Genau, schreibt uns die Koordinaten. Genau. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Danke nicht, aber wir tun mal so, als ob. Weil Tun wir wir mal haben ja schon so. gesagt, dass wir reinschieben werden, vielleicht. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir es auch. Haben wir noch eine Kiste? Und wieso produziert er jetzt hier nicht weiter, weil Sand fehlt? Wieso Ja, fehlt weil ich Sand? hier noch umbaue gerade, du Idiot. Achso, du baust um. Was brauchst du denn um? Ja, auf Ender-Vibes, da lief schneller. Wie machen wir das jetzt, dass wir hier sagen, nur immer ein Stack was drin? Am besten in der Kiste und von der Kiste wieder rausziehen, gell? Oder zwei Kisten, haben wir Genau. gesagt. Das heißt, wir brauchen zwei Chests. Trotzdem, wir müssen denen ja das irgendwie sagen können, weil wir können ihnen das ja eigentlich nur mit den normalen Pipes sagen, mit dem Item Duct. Ja, das reicht doch. Ja, so mit klatschen wir unten zwei Kisten hin und sagen hier Ja, oben einmal haben wir schon. rot und einmal müssen wir nicht mit Filtern rumarbeiten. Brauchst gar nichts sagen. Achso, doch, ja, wegen Ja, dem also brauchen wir Quatsch. keine Filter. Achso, ja. Ja, Sparen wir uns das. ja. Verstehe, Junge. Dann. Jetzt nämlich da. Ja, du So. bist dämlich. Stell dir das vor. Mach die Augen Genau. auf. Hier was ein Stack. Hier Output.
Zack. Auf Ist jetzt wichtig, wo was hinkommt. das First. Zack. Zack. Nein, ist egal. Es ist egal. Das ist ja egal, dann schließe ich einfach mal das Ganze an. Stell dir vor. Wir brauchen dann noch Speed-Dinger. Bad. Die Gonzales brauchen wir noch. Es Glaube läuft dann. frei. Die Anlage läuft. Rattert durch. So, und so, mal gucken, ob jetzt alles rausgezogen wird. Ja. Und Und Closet. Gut. er crasht. Warum? Das Problem hatten wir ja letztens auch schon. Da sind wir dann nach Hause gegangen, weil er immer gecrashed ist. Ah, wieso ist er denn gecrashed? Weiß nicht. Weiß ich. Auf jeden Fall, wir sehen uns da halt wieder. Gleich wieder. Los. So Leute, das immer wieder. Und ich habe wieder die Chunk Bones eingeschaltet. Ah ja, klar. Egal, Chunk tu es. Da sehen wir wenigstens, wie die Chunks geladen sind. Aha, Ja, interessant. weil dir ist der Block gehört und keine Ahnung, was du immer machst. Ja, wenn ich den Jungle jetzt mal abbaue, bleiben die trotzdem da, okay. Warte mal, ich geh mal da Chunker unten hin. does not belong to you. Aber ich bin OP. Ich muss da reinschauen können, was der User ansteht. Eine Dann Frechheit. hab ich die Chunk Bounce mal nach unten gesetzt. Jetzt einen Cut gemacht. Wo komme ich da jetzt raus? Bin verrückter. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben es versucht, erstmal hier das Ganze zum Laufen zu kriegen. Momentan haben wir leider irgendwie hier nur Probleme. Na, ich weiß nicht, ob das. Wir produzieren Es gerade läuft. TNT, produzieren aber jetzt gerade nichts nach. Sprich, gleich hört die ganze Produktion auf, weil du ja kein Es läuft TNT weiterbringst. alles nicht so ganz rund, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht. Weil hier bei den glitzernden Melonen, also du hast dich drum Ja, gekümmert. jetzt habe ich da andere Kondenser hingetan, der links und rechts hat. Dann kann die nicht vorlaufen mit Cobblestone. Aber. Ich Wie links und weiß rechts hat. nicht. Ja, da die Kiste hier. Die mittlere da. Ja. Die sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Also stimmt, du hast ja mit links und rechts. Das Sprich, heißt links. Output da rechts und Genau, Input Output immer links. rechts. So wird das ein Du hast bisschen quasi die geteilt. 2K hingetan. Damit es besser läuft. Genau. Aber es läuft ja trotzdem nicht so. Also ich habe mir da eigentlich ganz ehrlich mehr erwartet. Ja, aber das. Die Ja, die ganzen Produktion, die Generatoren. läuft ja eigentlich relativ. Ja, war auch nicht wirklich so stabil, dass man sagen könnte, man hat da, keine Ahnung, Warum stabil? 20.000. Was meinst du? Eigentlich läuft es ja relativ stabil. Ja, wenn du jetzt mal guckst, wir produzieren hier eigentlich pro Tick ein paar hunderttausend RF. Wir schaffen es nicht, ein 10.000 RF Standard Durchschnitt rauszukriegen. Wir haben Müssen wir unten auch nur einschalten. Output. Ja, jetzt, aber ich habe ja getestet. Wenn wir überhaupt mal hier die Energie wieder hochfahren. Das ist ja unser momentanes Problem. Plus 10.000. 10.000 kriegen wir hier circa. Wie du sagtest. Problem ist, den hier oben. Na gut, jetzt zu den da. 13.000. 13.000, Junge. Und Ja, wir schaffen so einen 10.000 kleinen unten. Plus. Ja. Aber jetzt kurz minimal, aber das geht alles wieder Ja, raus, wenn es wir geht ja gucken. nichts nach unten. Die Produktion tut sich ja oben selber erstmal auffallen. Ja, wir haben ja auch die anderen noch. Die hier. Ja, die macht auch was. Die arbeiten aber auch gerade nicht, weil glitzernde Melonen fehlen. Nein, die drei Melonen sind da. Wo? Sind doch drin in der Maschine, schau mal. In jeder Maschine sind glitzernde Melonen drin. Braucht nur ewig, das ist das Hier Problem. sind keine drin, zum Beispiel. Oh. Hier, wo ich Ja, drauf jo. stehe. Wenn man halt von vorne ein Stück hinter dann geht's. Na, jetzt hast du ja. Mal anstarten die Maschine hier. Glitzernde Melonen. So, jetzt fehlen natürlich hier hinten wie Päuschens. Päuschen, Päuschen, fehlt überall eine Päuschen. Ja, weil er einfach beim Produzieren sieht, wie lange das haben, der braucht zum Produzieren. Wir haben einfach zu wenig Päuschen zum System. Nein, nein, das passt schon. Doch, das passt nicht.
Das passt genau. Es passt halt Eine nicht. geht raus, eine kommt nach. Das passt perfekt. Aber, um es dir mal zu erklären, letztendlich müsste überall mindestens eine mehr sein. Denn hier müsste letztendlich eine leere drin sein können. Dann, wenn dort drüben die fertig hier unten angekommen ist, kann er hier die fertig leere rausziehen und kann die neue Macht er doch. reinschmeißen. Nee, jetzt haben wir nämlich eine kurze Zeit, wo er nicht produzieren kann. Das Ja, können das wir. musst du aber machen. Nee, musst du nicht. Doch. Siehst du, schau mal den ersten genau an. Der hat nur eine kurze Zeit. Das brauchen wir aber, weil sonst ist ab und zu mal einer immer voll. Deswegen habe ich schon ein paar rausgenommen. Wir müssen aus dem System. Wie einer immer voll. Einer hat dann immer eine drin. Ja, aber ist Und doch der wird dann. richtig so. Nein, weil solange der eine drin hat, wird er nicht befüllt. Aber da kann die doch wieder rausziehen. Ja, aber da muss erst eine andere Maschine leer werden, damit der von anderen rausgezogen wird. Warum? Wenn das so ist. Na gut, Das passt eigentlich doch genau. passt. Schau mal. Ich habe das genau beobachtet. Was du, dass du, bevor der den Ja, kompletten eigentlich Status fertig hat, passt. wird nachgeliefert. Er Zum hat Beispiel halt die jetzt. hier steht jetzt zum Beispiel gerade, weil die zu viel hat. Weil er nie die Potion reintun kann. Anscheinend. Oder warum Nee, auch hier immer. fehlt jetzt eine. Siehst ja, Closestone ist keiner da, da fehlt einer. Na, da wo ich gerade drauf steht, da ist jetzt Potion drin und die nimmt er nicht raus. Warum nimmt er nicht raus? Weil er hier drüben eine gefehlt hat. Problem ist, wir sollten vielleicht das ganze System umbauen, damit wirklich ein Breeder für eine Maschine zuständig ist. Läuft vielleicht dann auch flüssiger. Ja, aber da wo ich jetzt drauf stehe, das verstehe ich. Warum Ja, der Autobrüder? weil wenn du in den rechten schaust, da Ja. fehlt nämlich einer. Nee, jetzt Was hat da denn das nicht mehr. damit zu tun, dass er die hier unten nicht rauszieht? Ja, weil im System keine Ahnung, weil er doof ist. Was meint er? Das ganze System ist eigentlich frei und der jetzt hat es Ich habe sie rausgezogen. rausgezogen manuell jetzt mal. Warte mal. Jetzt geht's. Okay. Hat manuell rausgenommen. So, wir haben jetzt Sieht das wieder aus? 25.000. Jetzt läuft quasi unsere TNT-Produktion. Und unten tut er jetzt auffüllen. Die Cars. Die Banken. Die Plus. Nein. Siehst du unten? Unten siehst du riesige Pluszahlen. Ich sehe aber auch riesige Minuszahlen. Die wird Unten. voll, okay. Ja. Du musst ja nur unten die Zahlen anschauen. Und da siehst du nämlich, Hier. dass die Minuszahlen immer weniger sind als die Pluszahlen. Weil oben, da müsstest du noch mehr rechnen, deshalb. Man kann ja nur einen gleichzeitig füllen, das ist ja. Nein, normal nicht. Normal können alle gleichzeitig füllen, aber der ist zu dumm dazu. Ja, okay, aber Okay, das der. muss jetzt. Du musst auch bedenken, das ist jetzt nur aus dem Grund, weil wir TNT relativ viel vorproduziert hatten, gell? Relativ viel. Ja, müssen wir halt jetzt wirklich mal schauen, wie sieht denn das jetzt aus? Ich TNT. müsste erstmal ein paar Tut lernen. Seiten durchlaufen. Das kann man dann so noch schwer sagen. Das muss erstmal ein paar Monate Also, laufen. um es zu sagen, letztendlich fehlt Gravel und es fehlt Flint. Wenn wir in den Macerator schauen, Es fehlt sagen wir, Gravel, weil sonst hätten wir genug im Flint. Macerator ist fehlt. Nee, der Macerator ist dazu zu langsam. Macerator hat ja Gravel. Der läuft zwar Das auf heißt, Turbo eigentlich, aber letztendlich produziert der ja zu wenig. wir müssen Flint herstellen. Wir stellen mal am besten Flint her. Massade. Richmond Chamber wäre das auch was, wenn wir mit Gunpowder arbeiten. Aber Gunpowder kriegen wir aus Flint. Das ist Blödsinn. Ja, wir haben keine andere Wahl außer Massade. Aber wir haben doch eine andere Möglichkeit, Flint herzustellen, oder? Aus EMC. Wow. Nein. Gunpowder. Aus Cobblestone. Also mit dem Profication Chamber. Ja, da brauchst du wieder eine zweite Flüssigkeit dazu. Wieder aufwendiger. Mana? Nee, macht auch wieder keinen Sinn. Mana ist auch blöd. Der ist Aber viel zu flüssig. aufwendig. Ja, weil vor allem, es macht keinen Sinn. Was ist der ELN? Maserator Warte mal. ELN. Blind. Weißt du, was Rater in Richmond Chamber Purifier?
Können wir mal pausieren. Keine Ahnung. War jetzt auch zu langsam, war es dann auch zu langsam, wie es nur Maserat, oder? Gib mal Gunpowder, dass wir es noch herstellen. Aus Flint, ja, das ist klar. Könnten es craften halt, dann könnten wir wieder irgendwas machen. Salpeter. Salpeter kriegen wir aus. Wir könnten Bienen züchten. Wenn wir Sand. Smooth Sandstone. Wenn wir Sand. Ein durchlassen, kriegen wir ein Salpeter. Das ist ja alles so irrkrank. Das ist Ist viel zu aufwendig. irrkrank, viel zu aufwendig, da tue ich lieber dann EMC doch nutzen. Vielleicht wäre Ja. es einfach nur gut, wenn wir wirklich eine stabile EMC-Variante bauen. Ja, die ist ja stabil. Problem ist, die braucht halt zu lang zum Brauen. Ja, aber es ist nötig. Anders läuft ja so halbwegs. Hier drüben, das ist eigentlich eine relativ gute Variante. Obwohl du musst dazu sagen, momentan läuft es auch relativ effizient. Ja, weil Weil wir vorproduziert haben. ja, vorproduziert. In jeder Maschine ist trotzdem ein Stack drin. Ja, Trotzdem, es leert sich. aber es lehrt sich genau, das ist Ein das Problem Problem. ist, wir haben zu wenig Gunpowder. Das ist das Hauptproblem. Ja, wir können ja Wir einfach nur könnten einen wirklich. zweiten Maserator noch hinstellen. Das wäre die Ja, aber Lösung. dann haben wir halt zu viel Verbrauch wieder. Wirklich. Wir verbrauchen jetzt schon über 5. Nee, mehr als wir 5.000 pro brauchen wir jetzt. Wirklich? Na mal, warte mal. Also, na, das können wir hier nicht schauen. Hier müssen wir schauen bei denen da. Sieht man da in out? Das sieht man so nicht. Warten wohl, wenn wir den mal wegklemmen. Hier, so, jetzt sieht man es. Ja, Verbrauch von 6.500. Ja, WTF. Wir produzieren nur 10.000. das meinte ich ja. Wir haben Verbrauch mehr, als wir produzieren. Den Scheiß da. EMC. Ja, wir produzieren schon mehr. Wir produzieren ja hier 5.000 pro Maschine. Mit 1, 2, runterfallen. Also es sind 3, 1, 4, 6, 2, 30.000 produzieren wir. 30.000 produzieren wir. Wenn sie durchgehend laufen, aber das machen sie ja nicht. Das machen sie halt nicht, das ist halt das Problem. Gut, aber ich würde sagen, wir kümmern uns da in der nächsten Folge wieder darum. Wenn es wieder heißt, wir kümmern uns um Energie. Energie, Genau. Energie. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Tschüss.